Grüne Welle an der Kreuzung Hesslerstraße Marker Allee. Durch die Nähe zur HSHL, der Friedensschule und dem Oberlandesgericht sind hier besonders viele Verkehrsteilnehmer unterwegs. Seit wenigen Wochen wird der Verkehrsfluss daher mittels einer künstlichen Intelligenz optimiert. Die Verkehrsteilnehmer, die sich also der Kreuzung nähern, seien es Radfahrer, seien es Fußgänger, werden durch die Kameras, die installiert worden sind, und das sind insgesamt 7 Stück, diese Kameras gucken diagonal über die Kreuzung, die schauen sich den Radweg an, werden sie erkannt und dann im Steuergerät entsprechend, Steuergerät ist das Herzstück der Lichtsignalanlage, der Ampel, entsprechend verarbeitet und dann priorisiert. Heißt, habe ich eine Radfahrerin, einen Radfahrer auf der Marker Allee ankommend, schon 70 Meter vorher, weiß das Steuergerät, die Person ist innerhalb von so und so vielen Sekunden vorne an der Ampel und möchte gerne grün haben. Das fließt dann in einen Algorithmus rein, in eine Programmierung und mündet dann ja in eine Priorisierung. Die KI-Ampel kann so die Dauer der einzelnen Grünphasen bestmöglich aufeinander abstimmen. Die Verkehrsströme werden dabei nur kurzfristig erfasst. Datenschutzmäßig ist das hier ganz unbedenklich. Diese Kameras erfassen die Verkehrsteilnehmer nur zum Zwecke der Steuerung. Wenn die Verkehrsteilnehmer die Kreuzung verlassen, wird da nichts aufgezeichnet oder sonst irgendwie weiterverwendet. Da braucht man sich also keine Sorgen machen. Mit der intelligenten Ampel wird insbesondere auch die Sicherheit für Fußgänger und Schülergruppen an der Kreuzung erhöht. Die künstliche Intelligenz erkennt auch, sind es viele Fußgänger, Schulschluss, Schulklasse will rüber, oder sind es einzelne Fußgänger. Dementsprechend kann dann die Grünzeit lang oder kurz geschaltet werden. Uns ist es ein Anliegen, dass alle Schülerinnen und Schüler dann eben bei Grün rüberkommen und hier keiner rennen muss oder zurückbleibt. Bei KI-gesteuerten Ampeln nimmt Hamm damit eine Vorreiterrolle ein. In der Komplexität, wie wir das hier haben, ist das die erste KI-Ampel in Deutschland, wo wir also Fußgänger bemessen, Radfahrer beschleunigen und den übrigen Verkehr natürlich entsprechend auch bemessen und abwickeln, ist das wirklich erstmalig. Fließt der Verkehr vor Ort weiterhin so gut wie bisher, könnte die Technik künftig auch an weiteren Kreuzungen installiert werden.